Hallo und seid gegrüßt und willkommen mal wieder zurück zu Under the Waves. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Unsere nächste Mission lautet eigentlich Reinigungsvorgang, Bereich reinigen, 6 von 10. Das ist praktisch eine Routine-Mission und zwar verwende Mond Laser, um lokale Verschmutzung gemäß örtlichen Verordnung zu reinigen. Das sind so die Ölteppiche draußen, die können wir reinigen. Ist aber wie gesagt alles kein Muss. Das sind wie gesagt Routine-Missionen, also besser gesagt Nebenmissionen. Man könnte sie machen, aber es ist nicht zwingend notwendig. Okay. Dann schauen wir mal uns die nächste Hauptmission an. Hä? SOS. Etwas auf der Anzeige. Wir werden das gleich doch mal prüfen. Wie sieht's denn hier aus? Kaffee? Ne, wir verzichten mal auf den Kaffee. Und gucken uns das hier erstmal an. SOS-Signal prüfen. Moment. Was ist das? Sieht das wie ein Notruf aus? Sektor B? Tim hat erwähnt, dass ein paar der Drohnen dorthin geschickt wurden, aber das? Das kommt manuell rein. Von einem Einsatzteam Alpha. Sicherer Kanal. Keine Möglichkeit zu antworten. Komm schon, Tim. Meine Güte. Ich fühle mich hier etwas verlassen. Weckruf. Freie Zeit? Was sagt denn hier der komische Roboter? Hallo, Benutzer Stanley Moray. Ja, toll. Wow. So, möchte mich nochmal hier umschauen. Mal sehen, was wir sehen. Ja, hier gibt es sogenannte Upgrades noch, aber die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Dekoration. Ja, Fotomodus. So, ich denke mal, wir müssen uns doch erst einen Kaffee reinzischen. So, rennen mit der Brühe. Einem Sprecher zufolge ist das Feuer auf die Wetterbedingungen zurückzuführen. Lokale Umweltaktivisten behaupten jedoch, dass solche Unfälle auf der Plattform bisher keine Seltenheit waren. Wie der Leiter von Sea Steward Fabian Martins behauptet, gab es allein in den letzten Monaten mehrere beinahe Unfälle aufgrund von Einsparungen bei Unitrench am Personal und der Sicherheitsausrüstung. Auch die teuerste PR kann nicht alles verstecken. Da wird es ohnehin Klagen hageln. Mal sehen, wie sich Unitrench da rausredet. So, lasset ihr schmecken. Tims Anruf annehmen. Siehst du, habe ich mir schon beinahe gedacht. Sobald wir einen Kaffee trinken, kommt der Anruf. Stan, bitte komm. Endlich. Ich habe die Nachrichten gesehen. Ist das Feuer? Endlich aus. Wir haben ein paar Verluste erlitten. Ah, Gott. Ja, die Presse hat es noch nicht rausgefunden, aber wenn sie es tut, wird die Hölle los sein. War ich das? Ist das meine Schuld? Was? Das Hauptrohr. Ich habe den Druck erhöht. Der Unfall. Nein. Nein, schlag dir diesen Gedanken sofort aus dem Kopf. Es war Pech, das ist alles. Der Sturm, weißt du, und die Bohrinsel, die hochging. Es wird Jahre dauern, den Schaden zu beheben. Aber... Genug. Wir holen dich da raus. Deshalb habe ich mich gemeldet. Okay, okay. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute... Ja, okay. Das Boot mit der Rettungskapsel ist auf dem Weg. Es wird ein oder zwei Tage dauern. Bis dahin... Ein letzter Job. Sektor B. Sektor B? Der Notruf. Ich schaue.
Es gibt keinen Bericht über einen Notruf von Sektor B auf unserer Seite. Ich habe kein Problem, das Signal hier zu empfangen. Auf der Unit Trench Notfallfrequenz. Komisch. Tim? Natürlich hatten sie was zu verbergen. Und was ist der Plan? Geh dorthin. Schau nach. Und halte Funkkontakt. Da stimmt etwas nicht. Verstanden. Mach mich auf den Weg. Letzte Chance, sich einzudecken. Das wird lange dauern. Es wird lange dauern. Also wir haben ja insgesamt noch... Wie viele Sauerstoffstäbchen haben wir denn noch? Ja, 15. Das wird doch wohl reichen, oder? Persönliche Aufgabe. Ich empfange ein merkwürdiges SOS aus Sektor B, dem Verwaltungszentrum. Es erscheint auf keinem der anderen Systeme. Ich überprüfe das mal. Sektor B erreichen. Wenn der wirklich sagt, es könnte länger dauern. Na, ich denke, ich habe genug, um etwas auf die Beine zu stellen. Also ich könnte hier auf jeden Fall mal was mitnehmen. Brennstoffeinheit auf jeden Fall. Okay. Gut. So, das habe ich jetzt dreimal mitgenommen. Wird ja wohl hoffentlich reichen. So, verlassen. Los geht's. Legen wir los. So, und ich hab's nicht vergessen. Natürlich. Okay, Schätzchen. Eine letzte Fahrt. Brauchen wir auch. Worauf lasse ich mich hier ein, Tim? Die drei Algen. Während des Sturms mussten wir den Bunker der Zentralverwaltung in Sektor B unten an der Plattform evakuieren. Stell dir einen kahlen Raum voller Aktenschränke vor, nur mit weniger Persönlichkeit. Dort war dein Büro? Genau. Und du hast gesagt, dass manche es nicht geschafft haben? Ja. Gute Leute. Das tut mir leid. Und jetzt dieses Signal. Ein SOS-Signal. Ein SOS hätte ich auch empfangen müssen. Sie verbergen etwas, Stan. Das Management. Ich weiß es einfach. Viele vertrauliche Informationen in dem Bunker. Aufzeichnungen, Berichte. Aber seit gestern kein Personal. So heißt es. Um deine Frage zu beantworten, wir wissen nicht wirklich, was dich erwartet. Außer, dass es vermutlich nicht gut ist. Okay. Okay. Sind ja tolle Nachrichten. So, wo ist denn das SOS-Signal? Das wissen wir nicht, wa? Oh, 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 oh. Das ist eine ganz schöne Ecke. Okay. Very let's go. Wie kann ich denn noch mal ein Foto machen? Ah, ist egal. Lauter Orcas hier. So, auf der Karte sehe ich ja dann, ob sich hier irgendwo in der Nähe auch Algen befinden. Werd mal ein bisschen Gas geben. So, theoretisch müssten hier auch Algen sein. So, da ist Lüftung. Und da sehe ich schon mal eine, die nehmen wir natürlich mit. Chlorophyta, denke ich. So, sehr schön. Hat ja nicht lange gedauert.
Ich kann das benutzen, um etwas zu bauen. So, wir nehmen hier alles mit. So, und die restlichen nehmen wir natürlich auch mit. So, zurück zum Mond. Und weiter geht die Reise. Der Umbruch. 900 Meter noch. Zum Glück haben wir auch genug Benzin mitgenommen. Hier könnten wir was beseitigen. Reinigung abgeschlossen. So, und theoretisch müsste man dann 6 von 10 noch, okay. Na, wir machen das einfach mal mit. Wenn wir schon mal hier dabei sind. Überall diese Ölteppiche. So, gute 400 Meter noch. Radinskante. Treibstoff geht langsam zur Neige. Hier. Ach, wie groß das ist. Unitec schützt die eigenen Leute, wie es scheint. So, und hier muss natürlich irgendwo der Eingang sein. Lüftung, Sektor B ist weiter oben, okay. So, dann lass dich mal rein, ja. Ich jetzt im Tor. Müsste so sein wie beim letzten Mal. Tim? Ich arbeite dran. Wie seltsam, es wird nach Prioritätszugangscodes gefragt. Ich habe noch nie von Prioritätszugangscodes gehört. Geschweige denn an einem Sektoreingang. Gib mir eine Sekunde. In der Zwischenzeit solltest du nach einem zweiten Zugang suchen. Sieh dich mal um. Na, war ja klar. Ich glaube, hier unten habe ich schon was gesehen. Weder hier bei den... Naja, da unten kann ich mir nicht vorstellen. Hier unten doch, Tatsache. Nee. Ich vermute mal, das ist hier. Hier unten, hier so ein Schacht. Aber der ist zu. Wie sieht's denn ganz unten aus? Leuchte blinkt. Hier unten vielleicht. Ja, perfekt. Sieht aus, als könnte ich hier durch.
Passt und hat Luft. Wenn das Management damit zu tun hat, dann will ich nicht wissen, was ich bei dem Signal finde. Bestimmt nichts Gutes. So, dann sind wir ja schon mal durch. Das war's. Okay, auf geht's zu Sektor B. Wird ein bisschen eng. Aber passt, passt. Mal gucken, was uns hier gleich erwartet. Und hier sehe ich auch einen Durchgang. Okay, da geht's erstmal nicht weiter. Hätte ja sein können. Was erwartet uns hier gleich? Ich bin gespannt. Da hinten wird ein kleiner Eingang sein. Oh, passe ich hier durch? Aber ich glaube, ich muss aussteigen, oder? Okay, wieder ein Hebel. Damit habe ich das nächste Tor eröffnet. Und weiter geht die Reise. Immer weiter tiefer rein ins Ungewisse. Ja, dann auf jeden Fall hier lang. Verwerfungslinie. Mir wurde gesagt, dass der Zugang zur Sektor B derzeit jedem verweigert wird, der keinen direkten Auftrag vom Unternehmen hat. Okay. Naja, schlechte Nachrichten. Das ist genau der Punkt, an dem ich bin. Das verstehe ich nicht. Da unten gibt es nichts außer dem Verwaltungsbüro und einem Lagerbunker und die Bohrinsel natürlich. Haben Sie Angst, dass ein Verrückter versuchen könnte, Sie in die Luft zu... In den Nachrichten schienen sie ziemlich wütend über das Leck. Sollte ich noch immer hier sein? Verdammte Drecksfirma, Arschlöcher. Ich möchte wissen, was sie dort unten versteckten. Sag mir mal lieber den Weg, wo lang. Ob ich hier richtig bin? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Bin gleich am Verwaltungszentrum. Alles klar. Die Kapsel des Hilfsteams sollte immer noch ein Signal aussenden. Mach dich auf den Weg dorthin. Tauchkapsel. Verwaltungszentrum. Aua. Kann ich hier parken, ja? Nee, oder? Komme ich hier rein? Also zum Parken... Oh, oh, oh. Das war wahrscheinlich keine gute Idee. Ach, eine Tauchkapsel. Ach ja. Ich bin mal wieder ein bisschen lost, aber nicht so schlimm. So, komme ich hier irgendwie rein? Die Haupttür ist verschlossen. Von innen. Das ist nicht... normal. Ich weiß nicht. Warum sollte sich ein Hilfsteam in einer Evakuierungszone einschließen? Echt mal, warum ist jetzt zu? Anderen Eingang suchen. Ja, aber warum ist dazu? Ist doch Schwachsinn. Einen anderen Eingang finden. Kann ja nur wieder irgendwelches Rohr sein. Industriezone. Wieder ein Rohr. Oder irgendwas anderes. Was ist denn das da? Komme ich hier nicht irgendwie rein? Ne, da ist alles zu. Wie sieht's denn hier aus? Industriezone, ich glaube nicht, dass es dort weitergeht. Was ist denn hier? Was ist denn das hier? Nee, sieht auch nicht so danach aus. Überall das anecken. Ja, keine Ahnung, wo hier noch so ein Eingang sein könnte.
Vielleicht hier bei den Röhren? Aber sieht auch nicht so danach aus. Ja, Treibstoff. Ah, schade, hätte sein können. Was ist denn hier? Auch nix. Wo ist denn hier bitteschön noch ein Eingang? Bestimmt wieder so ein kleines Loch. Ja, warte mal, jetzt segnet erst. Warte mal, Moment. Da ist doch so ein Hebel. Oh, habe ich auch wieder nicht gesehen, ey. Es ist manchmal nicht so einfach. Soll ich reinkommen? Stille. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder sehr, sehr schlecht. Verwaltungszentrum. Das gesamte Nordsee-Projekt von Unitrench wird vom Verwaltungszentrum aus geleitet. Diese Einrichtung bietet komfortable Wohn- und Arbeitsräume für bis zu 50 Vollzeitmitarbeiter sowie Hangaranlagen für Transporttauchboote. Persönliche Notiz: Tim sagte, dass die Schichten dort unten zwischen 2 Wochen und 2 Monaten dauern können. Dieser Ort ist dem Lebensmodul am nächsten gelegen bewohnte Gebiet, aber immer noch ziemlich weit entfernt. Ah, dass ich jetzt nicht gesehen habe, ärgert mich ein bisschen. Lagerbunker direkt neben dem Verwaltungszentrum. Gott weiß warum, aber genau da bist du jetzt. Ich hoffe, nicht schlimmert. So, da kann ich wieder was herstellen, aber brauche ich nicht. Lockdown wurde ausgelöst. Vielleicht durch den Sturm. Vielleicht. Dann machen wir das anders. Nicht ganz subtil, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Wahrscheinlich ist das nicht die letzte Tür, die du aufbrechen musst. Die Firma soll eine Rechnung schicken. Naja, sollen sie mal machen. Den ganzen Giftmüll hier. So Leute, macht mal hier die Hütte auf. So, hier ein paar Stäbchen. Ja, 19 Stück. Wird doch wohl reichen, oder?
Auf jeden Fall ist es hier schön grün. Und die nächste Tür. So, wieder ein paar Fackeln. Mann, du solltest nicht immer wegschmeißen. Überall trete das Öl aus, ey, ohne Ende. Meine Sehkraft kommt wieder zurück. So, da haben wir wieder ein hübsches Türchen. Hier ist alles abgesperrt. Ja, aber es ist kein Hindernis, ne? Auch wieder ein paar Hebel. Naja, ist ja schon Standard hier. Da ist wohl noch mehr. Das muss man selber machen. Ich glaube, das ist unser Weg. Das was mit diesen Blutegeln zu tun haben, die ich gesehen habe? Das spezielle Öl? Wer weiß? Ich habe heimlich rumgefragt, aber von sowas hat keiner je gehört. Scheiße. Oder von einem speziellen Öl. Da war ich ein bisschen zu langsam. Da ist wieder versperrt, wie üblich. Sauerstoff auch wieder ganz unten. Und hier ist bestimmt der Computer aus. Jetzt im eigentlichen Verwaltungszentrum. Home Sweet Home. Das SOS-Signal kommt irgendwo aus diesem Bereich. Schau dich um. Schau dich um. Er hat gut reden. Hoffentlich sehen wir nachher auch mal den Tim. Versuch das nicht als Omen zu verstehen. Ey, du sollst nach vorne gucken.
Die nächste Mine wird platziert. Hat schon ordentlicher Bums hier. Moonpool. Dort haben sie uns das Evakuierungstraining machen lassen. Ich dachte, es sei totaler Blödsinn, aber... Nun gut. So, hier liegt weiter nichts mehr. Doch, eine Mine ist hier noch. Die nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. Oh nein. Was? Ich bin in einer Art Umkleidekabine. Die ist komplett überflutet. Mist. Stimmt, ist alles ein bisschen sehr alt, sehr unter Wasser hier. Abgesoffen. Will einer duschen? Könnte nass werden. Da haben wir es. Oh, war ein bisschen heftig. Ist aber wirklich alles abgesoffen hier. Holy shit, ey. So, können wir hier Fahrstuhl fahren? Oder eine Tür, was das hier ist? Ein Computer. Mal gucken, ob die Tür überhaupt aufgeht hier. Das kriege ich nicht auf. Ja, war ja klar. Eine Mine kann ich nicht platzieren. Ja, Sauerstoff. Und jetzt weiß ich, was er meint. Es könnte etwas länger dauern. Mehr von diesem Scheiß. Nein. Du sollst. Einbildung. Du sollst nicht darin schwimmen, verdammt. Dieses Zeug ist überall. Sag mir nicht, es gibt ein Leck. Nein, das ist kein Öl. Das ist... Ich hab's im Drohnenbunker gesehen. Eine Art von invasivem Meeresgetier? Blutegel oder so. Nochmal zu den Blutegeln. Es ist Öl, glaub mir. Wenn es auf so tiefes Wasser trifft, schwimmt es in diesen großen Wülsten. Sehr blutegelartig. Tim, was auch immer ich da sehe, das ist kein Öl. Das Signal kommt aus dem Serverraum. So, das Ding... ach so, eine Mine brauche ich. Sieht aus wie der Serverraum. Oh Gott. Ist das...
Und eine Leiche. Tim, ich habe einen vom Team gefunden. Ich bin mir nicht sicher, aber er sieht irgendwie tot aus. Mein Gott. Hier gibt es wieder überall 1000 Türen. So was haben wir nicht, wa? Shit. Tür ist verschlossen. War ja klar. Du musst da rein und rausfinden, was passiert ist. Geh nach oben in den Kontrollraum und schau, ob wir diesen dummen Lockdown nicht beenden können. Mach mir zuerst einen Scan dieser Server. Vielleicht kann ich ein paar Informationen sammeln. Server scannen, okay, Moment. Mann, was macht denn der hier? Ich glaub's so, nicht. Einmal. Diese miesen, hinterhältigen C-Suite-Scheißer. Tim. Dies war keine Hilfsmission, sondern eine Such- und Zerstörungsaktion. Was? Das Team. Sie wurden hergeschickt, um die Server zu löschen, die Aufzeichnungen, alles. Sie haben die Evakuierung eingeleitet. Sie haben den Ort geflutet. Wir waren nie in Gefahr. Sie wollten uns nur aus dem Weg räumen, damit sie ihre schmutzige Wäsche waschen können. Ah. Oh, Scheiße. Jetzt? Mach weiter. Wir müssen wissen, was passiert ist. Verwaltungszentrum Serverraum. Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert ist Unitrench bestrebt, sich weiterzuentwickeln und die neuesten verfügbaren Technologien zu erforschen. Unsere brandneuen digitalen Speichereinrichtungen, die im Herzen des Verwaltungszentrums befinden, beherbergen die Daten, die für die kontinuierliche Leistung des Nordsee-Projekts am wichtigsten sind. Persönliche Notiz: Daten, die zu vernichten versuchten, die ihre Schuld beim Brand beweisen und all der Scheiß, den sie hier unten haben, verrotten lassen. Jetzt haben wir alles und wir werden es nutzen. Oh Mann. Ich brauche irgendwo so ein Modul, wo ich was herstellen kann. Aber ich komme hier nirgendwo hin, ne? Nein, abgeschlossen. Verdammt, verschlossen. Hoch zu. Ja, ich brauche so ein Modul. Wo ich was herstellen muss. So, wie sieht's denn hier aus? Ah,
Aber jetzt muss ich hier erstmal wieder mich zurechtfinden. Irgendwo war so ein Teil. Aber hier, das ist schon viel zu weit weg. Ja, da komme ich nämlich nicht mehr raus. Eieiei, dann muss es noch eine andere Möglichkeit geben. Muss irgendwo was herstellen. Ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Bloß, wie soll ich da reinkommen? Weil ich kann nirgendwo mehr was herstellen. Oh, und ich habe keine Mine mehr, ey. Und hier ist auch zu, ey. Nein, abgeschlossen. Das ist gerade mega schlecht. Oh, und hier ist auch weit und breit nichts mehr, ey, shit. Da habe ich gar nichts mehr, ey. Sammelobjekte, Aufkleber. Oh shit, ich kann nirgendwo was herstellen. Das ist mega schlecht. Das kriege ich nicht auf. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier erstmal Stopp. Bedanke mich schon mal für Zuschauen. Und in der nächsten Runde müssen wir gucken, ob wir irgendwo was herstellen können. Weil sonst kommen wir hier nicht mehr weiter. Okay, dann bis zur nächsten Runde. Haut rein. Und bis dann.